diese Sitzung letzten Endes heute abhalten. Wir haben uns in der Präsidiale darauf geeinigt, den Fehler, das war mein Fehler, dass ich statt 5 Unterschriften nur 4, nicht die 4 wahrgenommen habe, dass es ein Fehler war, der dazu führte, dass es nicht verfassungskonform letzten Endes als beschlossen galt und daher es notwendig war, das Bundesfinanzrahmengesetz noch einmal zu beschließen. Ich muss mich wirklich entschuldigen für diesen Lapsus. Sie haben damit die Möglichkeit zu einer weiteren Diskussion. Wir haben gleichzeitig auch gestern mit der Beleuchtung unseres Hauses und anderer Häuser in der orangen Farbe begonnen und manche haben ja noch den Button von dem letzten Mal, dass wir diese Aktion der UNO, die bis zum 10. Dezember läuft, gegen Gewalt an Frauen, auch wirklich gemeinsam artikulieren. Der Kollege Leichtfried hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet, so wie ich es sehe. Bitte, Herr Kollege Leichtfried. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf Ihren Ausführungen vielleicht ergänzen und möchte... Nur um sicher zu sein, dass wir nicht noch eine Sondersitzung brauchen, anmerken, dass unser Antrag, über den wir heute diskutieren und den wir dann am Ende mit Mehrheit wahrscheinlich beschließen werden, in Zusammenhang mit einem Bundesfinanzrahmengesetz steht, das nicht zur Geltung gekommen ist und das auch vom Bundespräsidenten nicht unterschrieben wurde. Meines Erachtens besteht jetzt die Gefahr, wenn wir so vorgehen, wie das geplant ist, dass möglicherweise dieser Beschluss wieder mit rechtlichen Mängeln behaftet ist. Und ich würde Sie bitten, zu erläutern, wie die Situation jetzt ist und dass es sicherlich nicht zu so einem Problem kommt. Dankeschön. Das war eine Bemerkung des stellvertretenden Clubobmanns Leichtfried von der SPÖ zum gesamten Prozedere. Erster Redner sollte der Budget- und Finanzsprecher der SPÖ jetzt gleich sein, Kai-Jan Greiner. Er ist aber noch nicht aufgerufen, Nationalratspräsident Sobotka im Gespräch mit Magister Michalitsch vom Nationalratsdienst. Offenbar gibt es noch etwas abzuklären. Das, was Jörg Leichtfried gerade angesprochen hat, die fehlende Unterschrift des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident muss das Zustandekommen, das verfassungsmäßige Zustandekommen eines Bundesgesetzes beurkunden. Und das war mit dem Beschluss, mit der fehlenden Unterschrift vorige Woche eben nicht gegeben. Ich lese zuerst einmal die amtlichen Protokolle und Ihre Einwände vor. Wir haben zwar eine mündliche Stellungnahme des Bundespräsidenten, dass er dieses Gesetz nicht unterfertigt, sodass es mit dem Beschluss des heutigen klar ist, dass das in Kraft tritt. Sollte es doch unterschrieben werden, auch vom Bundespräsidenten, dass am letzten Freitag beschlossene Gesetz, dann haben wir eine Klausel auch hier drinnen, dass es also dann nicht gilt. Also in dieser Situation, glaube ich, sollten wir rechtssicher sein, so wie mir der Präsidialdienst auch hier das erläutert hat. Also da dürfte es keine dementsprechende mehr Unsicherheit geben. Aber wir prüfen das auch im Laufenden natürlich immer noch. Das amtliche Protokoll der 62. Sitzung des Nationalrates vom 17. bis 19. November 2020 ist in der Parlamentsdirektion aufgelegen. Gegen dieses amtliche Protokoll wurde von Klubobmann Frau Stellvertreter Magister Leichtfried, Klubobmann Kickl und Klubobmann Frau Stellvertreter Scherak schriftliche Einwendungen erhoben. Im Wesentlichen wurde ausgeführt, dass in der genannten Sitzung im Zuge der Debatte zu Tagesordnungspunkt 10 des Bundesfinanzrahmengesetzes 2021 bis 2024 ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Obernostra und Jakob Schwarz in Verhandlung genommen und in der Folge auch zur Abstimmung gebracht wurde, obwohl er nur 4 statt der notwendigen 5 Unterschriften trug, also nicht ordnungsgemäß eingebracht wurde. Diesen Einwendungen trete ich, wie schon in der 64. Sitzung des Nationalrates am 20. November bekannt gegeben, bei
den weiteren vorgebrachten Einwendungen hinsichtlich der Rechtsfolgen, zu denen ich ebenfalls in der 64. Sitzung Stellung genommen habe, trete ich nicht bei und begründe meine Entscheidung wie folgt. § 51 Absatz 4 der Geschäftsordnung legt abschließend den Inhalt des amtlichen Protokolls fest. Demgemäß hat das Protokoll ausschließlich zu verzeichnen die in Verhandlung genommenen Gegenstände, die zur Abstimmung gebrachten Fragen, das Ergebnis der Abstimmungen und die gefassten Beschlüsse. Eine verfassungsrechtliche Bewertung des Zustandekommens von Gesetzesbeschlüssen ist nicht Gegenstand des amtlichen Protokolls. Das Protokoll gilt somit § 51 Absatz 3 der Geschäftsordnung in dieser Fassung als genehmigt. Ferner sind die amtlichen Protokolle der 63. vom 19. November sowie der 64., 65. und 66. Sitzung vom 20. November 2020 in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Verhindert sind heute die Abgeordneten Fühlinger, Michael Hammer, Johann Höfinger, Irene Neumann-Hartberger, Klaus Köchel, Peter Oberrauner, Eugen Bösch, Rosa Ecker, Herbert Kickl, Philipp Schrangl, Feika Elnagaschi, Barbara Nessler, Petrana Ribo, Michael Bernhardt und Beate Meindl-Reisinger. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Wenn das Bundesfinanzrahmengesetz heute, wie wir erwarten, beschlossen wird, wird es sofort zum Bundesrat geschickt, der allerdings hier keine Mitwirkung hat, und zum Bundespräsidenten. Der Bundespräsident muss die verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit beurkunden. Dann geht das Gesetz zum Bundeskanzler und wird im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung. Wie gesagt, es betrifft den Bundesfinanzrahmen, nicht das Budgetgesetz für das kommende Jahr. Abstimmung über die Redezeiten. Wer dafür ist, den bitte ich um dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen.